Corona Summer Stage in Fels am Wagram. Überraschend und höchst erfolgreich hat sich ein Event der künstlerischen Sonderklasse etabliert. Wie hat sich das denn zugetragen, dass es hier in Fels am Wagram eine Corona Summer Stage gibt? Also grundsätzlich wurde es inszeniert von Judith Steiner und Martin Mössmer, an denen ich wirklich sehr, sehr dankbar bin. Sie sind mit der Idee an mich herangetreten und war von Anfang an begeistert. Wir haben ein wunderbares Ambiente hier im Schulhof. Der Lockdown war eigentlich zuerst einmal angenehm, aber dann ist schon langsam irgendwie ein bisschen Unruhe ins Haus gekommen. Man hat sich gedacht, was soll man machen mit seinem Leben? Dann haben wir gedacht, ich habe eine Tonanlage, wir kennen Künstler. Also fange ich mal an mit einem Logo zum Basteln an. Nach den kompletten Absagen für diesen Sommer haben wir uns einfach eine Ersatzbeschäftigung gesucht, sozusagen. Nothing can keep me from running along with them. I take them all. Und wir haben uns da in ein Abenteuer gestürzt, das wir in dieser Dimension natürlich nicht erahnen konnten. Wir sind eben plötzlich zu Veranstaltern geworden. Wir machen die lieben Galan-Geschichten von die lieben Galan-Web. Und wir haben eigentlich wirklich das Glück, dass alle Leute verstehen, was das für eine Möglichkeit ist, überhaupt für diesen Ort und für diese Region. Besondere Zeiten brauchen manchmal auch besondere Ideen und ich glaube, die Judith und der Martin haben so eine gehabt. Wir haben von Anfang an gewusst, wir haben genug Platz. Wir können uns entsprechend den Richtlinien, die wir heute noch einhalten müssen, hier aufhalten und wunderbare Künstler unterschiedlicher Art genießen. Wir haben eine ganz große Bandbreite von Klassik, Pop, Rock, Jazz, alles dabei, Irish Music. Und Mentalisten sind schon aufgetreten und Lesungen hat schon gegeben. Und wie das Hunderl da so werkt, da hat das Maderl was bemerkt. Ganz selig sagt's, du, ohne Scherz, mir wird zwar jetzt mehr warm ums Herz, aber heute ist besonders süß. Heute gespürt es warm. Musikkabarett wird kommen. Wir sind kein Rockfestival oder kein Klassikfestival oder kein Jazzfestival. Wir sind ein Allesfestival. Und vor allem, was da in dieser kurzen Zeit die zwei Künstler auf die Beine gestellt haben, das ist einfach großartig. Wenn ich erhöht war, sogar den Leid zu mir, du Held, da bin ich lieber keiner. Das erste Mal vor einem Monat und seitdem waren wir jedes Wochenende hier, mindestens einmal. Und das ist einfach großartig und das macht einen riesigen Spaß und eine tolle Atmosphäre, ganz locker, super. Doch bei all dem freudvollen Kunstgenuss darf die Kulinarik natürlich nicht fehlen. Und alle sind mit Feuereifer dabei. Von der Gemeinde zur Landjugend, zu den Winzern bis hin zu den örtlichen Unternehmen. Wir waren tatsächlich die Ersten, die viele Leute eben als Erste angefragt haben. Wir haben wirklich gehört, dass wir relativ berühmte Leute sogar aus dem Lockdown herausgeholt haben oder ihnen dabei geholfen haben. Und das macht uns schon auch wirklich sehr stolz. Ich hatte Zeit, sag die Pomeranze, es war in Wien, er war super. Wir werden ja von Musikern aus ganz Österreich angefragt, ob sie nicht bei uns spielen dürften. Wir könnten das Festival locker bis Weihnachten weiterführen, wenn es nach den Künstleranfragen ginge. Glücklicherweise hat sich so entwickelt, dass wir wirklich frohmutes weitermachen können und hoffen, dass noch viele Künstler bei uns auftreten können.